Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Ja, also Carrera GT habe ich am Anfang sehr viele Projekte im Hals gehabt. Also wie gesagt, vor jedem Modell, also 93 oder so, das Cup Auto, den RS, den, also den GT3 normal, den RS, das Cup Auto, ein GT2 parallel meistens dazu. Also ich habe da immer, der GT2 war ja zeitlang auch unser Rennauto. Der also 903 mit in der WPR damals, da sind wir ja überall rum auch, GT2 gefahren mit Turbo. Also das war ein Programm eigentlich für eine Person, nur mit guten Leuten zu bewältigen. Also Leute, auf die man sich verlassen kann, denen man Jobs geben kann, ohne dass man immer hinterher ist. Und in der Zeit kam dann der Carrera GT. Und da kamen Leute dann, haben wir müssen zwangsläufig einstellen von anderen Firmen, woher auch immer, das ist ja egal. Und die haben das Auto missverstanden. Also ich glaube, diesen Gen, wo ich hatte, dass man Auto sehr wohl zum High-Performance-Auto machen kann und trotzdem komfortabel, also dass er alltagstauglich ist. Also dass man auch mit dem Auto, ohne dass man auf die Zähne beißen muss, täglich rumfahren kann. Und das ist nicht einfach, weil die Wochenendrenner, die sagen dann, ja, das Auto hat halt schon ein bisschen noch viel Straßeauto, aber andersrum, wenn man den hart macht, verliert man viele Kunden, die dann sagen, also fahre ich lieber mit meinem Daimler oder mit einem anderen Auto, weil das Auto ist einfach brutal. Und die haben das Auto dann auf Rennen, die sind eigentlich aus Rennerei gekommen und die haben das Auto für Rennen gut gemacht. Aber das wollte man ja nicht. Gerade bei so einem extrem teuren Auto ist ja der Kundenkreis eigentlich viel mehr auf ältere Generationen, die auch zwangsläufig dann mehr Geld haben als die Jüngeren, zugeschnitten. Und da war dann eine Fahrt in Norddeutschland oben auf dem Daimler-Gelände. Habenburg heißt ja die Strecke und da waren alle Vorstände da. Walter war dabei, die Leute, die mit dem Auto gearbeitet. Ich bin hin und wieder gefahren damit, als Versuchsfahrer oder so. Und da durften die alle mal fahren. Und dann hat der Wedekind gesagt, also das Auto kommt eben so völlig daneben vor. Und was man sich da vorstellen kann, oder Walter, das war so typisch Walter, hat der Walter dann gesagt, also das Auto ist eine Katastrophe. Das Auto würde ich mir dann mal schenken lassen. Das ist in seiner eben typischen Art. Dann hat der Wedekind gesagt, ja und was soll man machen? Wir haben eigentlich die Serienbeginnzeit vor uns. Was wollen wir denn machen? Er hat gesagt, musst du Roland machen lassen. Und dann sind wir ja mit zwei Flugzeugen da oben gewesen, weil es gibt bei Porsche Vorschrift, wie bei anderen Firmen auch, dass alle Vorstände dürfen in keinem einzelnen Flugzeug sein. Okay. Also haben die zwei Charterflugzeuge gehabt. Dann hat der Wedekind gesagt, du fliegst mit mir. Ich kannte den schon, wo er noch bei Porsche war, im Band. Beim Garderfest haben wir uns mal kennengelernt und so. Und er hat von Haus aus immer zu den meisten Leuten du gesagt. Auf jeden Fall sagt er, du fliegst mit mir. Und ich gesagt, aber nur wenn der Dürrheimer dabei ist, das ist mein Vorstand in Weissach und alleine fliege ich da nicht, weil ich will da ihn dabei und das, was ich zu sagen habe, das sage ich in seiner Anwesenheit. Na, hat er mit mir mal ein halbes Jahr Krieg gehabt. Aber unabhängig davon, in dem Flieger hat er gesagt, also am Montag machst du Carrera GT, aber ich nicht. Ich habe 6 Projekte im Hals, das kann ich überhaupt nicht. Er hat gesagt, bin ich der Chef oder bist du der Chef? Ab Montag machst du Carrera GT. Und dann haben wir das Auto praktisch umgeschmissen, also auf die ganz andere Art gezüchtet. Und da war der Walter dann extrem mit beteiligt dran. Limousine auf mehr Sport oder von zu sehr Sport auf mehr Limousine getrimmt? Auf Normalbetrieb, also auf normale Menschen. Auf normale Menschen, das ist und, so auch so ein und halt Grenzbereich tauglich. Ja. Also was so bei so Autos, nicht alle sind Profifahrer, die so ein Auto kaufen, sondern das sind Leute, die wollen auch mal einen kleinen Drift riskieren, mit schweißnassen Händen. Aber das sollte dann nicht zum Übel führen, dass man sich immer gleich dreht oder sowas.
Und dazu muss er gewisse Gutmütigkeit so Auto haben. Und das haben wir eigentlich in dem Auto hingekriegt. Ich habe mal Skidpad oben mit Journalisten, wo da waren, haben wir mal eine Vorstellung gemacht und da bin ich im Skidpad, ich weiß ob Sie es kennen, weil ich sage, 200 Meter Kreis, Querspange durch. Und da bin ich aus dem Kreishaus in die Querspange mal rein, im Volltrift, also so eine, also völlig überzogene Drift, um einfach sichtbar zu machen, dass es machbar ist. Also auch wenn man nicht Walter Röhrl heißt oder so. Und ich meine, das war also eine ganz tolle Geschichte. Mit dem Walter waren wir mal oben, da war es noch nicht gut, das Auto. Und da, wenn der Walter immer zurückkam, in welchem Rad haben wir ja eine Werkstatt, das ist ein Dorf, 2 Kilometer weg, toll, dass man alles arbeiten konnte. Und der Walter ist auf der Strecke und ist rumgefahren und kam dann zurück. Und da sind immer alle Mechaniker, die Dauerlauffahrer von uns, sind auch immer gekommen. Der Walter ist gerade gekommen. Alle wollten hören, was der Walter jetzt Neues weiß. Also Nordschleife oder wo? Ja, Nordschleife. Ja. Und da sage ich, und Walter? Er sagt, ja, ist nicht schlecht. Da sage ich, wie ist denn Antonius Buch? Buche da oben. Antonius Buche kennen Sie? Ja. Ultraschnelle Kurve unter der Brücke durch. Mhm. Runter in eine Senke mit der Kompression und man hat dort also Dettinger Höhe. Ne? Also Dettinger Höhe. Höhe ja. Und der Walter hat gesagt, also tachomäßig kriegt er mit dem Auto etwa 310 drauf dort. Und ich gesagt, geht es dann, geht es voll? Dann sagt er, ja, aber so alle zwei Hände muss ich gegenlenken. Dann haben die Mechaniker, der Walter muss alle zwei Hände rein gegenlenken. Das war wie ein Lauffeuer, ging das durch die ganze Menge. Dass der Walter an der Antonisbuche mit 310 auf dem Tacho ein, zwei Hand gegen, das hat er erzählt, so wie er sagt, Spaghetti esse ich mit der Gabel. Also gar nicht dramatisch oder so. Und das war also unheimlich. Und die Leute heute noch erzählen sie manchmal davon, der Walter sagt, zwei Hände muss ich gegenlenken, Antonisbuche. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.